Zeitung. So möchte die schöne Halb-Sudanesin Millionen den Kopf verdrehen. Nadelnackt, eine Kampfansage an ihre Konkurrentin, Bohlens Ex-Frau Verona. Markus Braukmann und Christoph Jens über den Schönheitswettbewerb der ganz besonderen Art. Ein Mann, zwei Frauen und ganz viel knisternde Spannung. Wenn Nadja Abdel-Farag und Verona Feldbusch in der Öffentlichkeit auftreten, treten sie auch immer gegeneinander an. Kurze Röcke, knappe Kleider und gut gefüllte Dekolletés. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönere im Land? Der Schönheitschirurg Axel Neuroth sagt, Verona, denn ihre Kurven hält er für echt. Bei Nadel wurde angeblich nachgeholfen. Bei Frau Nadel sieht es so aus, das ist ein sehr schlanker, sehr großer Körper, wo eben der Busen irgendwo ein bisschen zu schwach ausgeformt war sicherlich und dadurch hier diese Form, wie es scheint, nachdrücklich künstlich unterstützt wurde. Echt oder nicht, beliebt sind die Beauties. Verona Feldbusch präsentiert, gewohnt offenherzig, zwei Fernsehshows, kreiert ihre eigenen Kleider und singt, was das Stimmchen hergibt. Gegen Veronas Offensive setzt Nadel ihre ganze geballte Erotik als Backgroundsängerin bei Modern Talking. Und als Model, wie in diesem Shooting der Society-Zeitschrift Gala. Chefredakteur Jörg Walberer punktet für Nadel. Ihr prophezeit er eine ganz glänzende Zukunft. Kurzfristig ist eindeutig Verona startauglicher, aber ich glaube, auf lange Sicht wird Nadel das Rennen machen, weil Nadel eigentlich wesentlich mehr souveränen Charme rüberbringt. Die Verona ist mehr gemacht, die ist mehr Kunstprodukt und ich glaube, so etwas nutzt sich wesentlich schneller ab. In oder out, schön oder noch schöner, Verona oder Nadel. Die bunte Chefredakteurin Patricia Riekel kennt beide Frauen sehr gut und trifft sie häufig auf Partys. Sie sagt, der Stern von Verona strahlt immer noch heller als der von Nadel. Also spannender ist natürlich immer noch Verona Feldbusch. Die Verona hat einfach mehr Glamour und geht auch mit der Öffentlichkeit und mit den Medien natürlich viel geschickter um. Die ist ein Profi. Nadel ist auch sehr hübsch, aber im Showbusiness, da steht sie erst am Anfang. Einen Kampf hat Nadel für sich entschieden, den um Dieter Bohlen. Seine Nadel erscheint hüllenlos im Playboy. Wir sind gespannt, was Verona Feldbusch sich als nächstes einfallen lässt.